Zu Christi Geburt gab es 200 Millionen Menschen auf der Erde. Heute sind es mehr als 7 Milliarden. Im Jahr 2012 gab es laut einer Studie des Website-Monitoring-Dienstes Pingdom 2,1 Milliarden aktive Internetnutzer. Das ist 30% der Bevölkerung unseres Planeten. Bis 2015 werden mehr als 1 Billion Geräte mit dem Internet verbunden sein. Das ist über 125 Mal die Anzahl der gesamten Weltbevölkerung. Jede Sekunde gibt es 5000 Status-Updates bei Facebook, 2000 Twitter-Tweets, 34.000 Suchanfragen bei Google. Allein das sind 2,9 Milliarden Suchanfragen pro Tag. Der Transport von Daten im World Wide Web benötigt Unmengen an Strom für Prozessoren, Ventilatoren und Festplatten. Greenpeace geht davon aus, dass 2% der global erzeugten Energie nur für den Datentransport verwendet wird. Das entspricht der Stromproduktion von etwa 30 Atomkraftwerken. Trotz der enormen Belastung kann das Internet jedoch nicht zusammenbrechen, weiß Professor Dr. Pri von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wenn zu viele Server und Knoten im Internet gleichzeitig zusammenbrechen, gibt es kein Internet mehr. Aber das Internet wurde so konzipiert, dass wenn ein Knoten zusammenbricht, was gelegentlich vorkommt, er ist nur für ein paar Minuten oder 10 Minuten oder Stunden, dann springen sofort automatisch andere Knoten ein. Also die Art und Weise, wie die Nachrichten weiterverbreitet werden, wird automatisch umgesetzt auf andere Wege. Und aus diesem Grund geht man davon aus, dass das Internet global überhaupt nicht zusammenbrechen kann. Also die größten Knoten für die Internet-Datenströme in Europa sind Amsterdam, Frankfurt und London. Und man merkt es, das sind die großen Finanzplätze in Europa. Und das ist auch natürlich kein Zufall, wo die Banken sind. Gibt es eine gute Rechnerinfrastruktur und es gibt auch ganz viel Internetkommunikation. Im Jahr 2011 zählte der Monitoring-Dienst Pingdom 3,1 Milliarden E-Mail-Konten. Das Internet hat die Kommunikation revolutioniert. 57% der Internet-User chatten mehr online als im realen Leben. Doch nicht nur das soziale Leben wird durch das Web beeinflusst. Der interaktive Handel in Deutschland erwirtschaftete 2012 knapp 40 Milliarden Euro. Damit macht das Online-Geschäft 9,2% des deutschen Einzelhandels aus. Während nur 14% der Menschheit auf Werbung vertraut, sind es 83%, die auf die Ergebnisse ihrer Google-Suche vertrauen. Die Suchmaschine Google beruht auf einer Technik, die die Wichtigkeit der Webseiten ermittelt. Und das ist zum Großteil auch die Technik, die die Geheimdienste benutzen. Die Software dafür ist übrigens frei verfügbar im Internet. Man muss auch nicht dafür zahlen, diese Software zu benutzen. Es gibt weitere Methoden, Ähnlichkeitssuche, Clustering. Und diese Methoden sind sehr interessant für allerlei neue, zivile und wünschenswerte Nutzungen. Das gigantische Datenaufkommen macht deutlich, welches Potenzial durch das Sammeln und Auswerten von persönlichen Daten frei wird. Dabei zeigen die Enthüllungen um das PRISM-Programm der NSA aber auch, welche verfassungsrechtlichen Gefahren sich für den Bürger ergeben, dessen persönliche Daten immer häufiger in den Fokus von Regierung und Industrie geraten.